Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer endlich mal wieder neuen Runde Unreal Engine. Ich weiß, viele von euch haben da schon sehr, sehr lange drauf gewartet und ich will euch auch nicht enttäuschen, ich will immer mal wieder ein bisschen Unreal Engine machen. Das heißt, ihr werdet jetzt einfach immer mal wieder ein bisschen Unreal Engine bekommen. Eben jetzt zum Beispiel diese Tutorial-Reihe zum Sequencer. Sequencer, ganz kurze Intro sozusagen, es wird allerdings noch ein bisschen logischerweise ausführlicher, werde mehrere Videos dazu brauchen, weil das Ding sehr komplex ist. Das ist der sozusagen, damit kann man Cinematics machen, also Videosequenzen. Und das ist ja was, was eigentlich heutzutage fast Standard ist in vielen Spielen. Und ja, klar, dazu braucht man einen Haufen Animation. Das ist eigentlich das Allerwichtigste dazu und den Rest könnt ihr in Unreal Engine ohne Probleme machen. Die Animation würde ich euch wirklich nicht empfehlen, in Unreal zu machen. Dafür ist Unreal einfach auch nicht gedacht. Deswegen werden wir jetzt hier im Marketplace uns einige coole Sachen holen. Ihr könnt hier oben auf Free gehen. Dazu habt ihr kostenlosen Content. Den könnt ihr einfach so benutzen. Und da ist zum Beispiel die Paragon-Serie von Epic Games drin. Soul-Serie hier auch von Epic Games. Hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Und die Infinity Blade-Serie. Und ich muss sagen, ich finde die beide relativ geil, muss ich sagen. Also hier zum Beispiel Infinity Blade Icelands ist hammergeil, habe ich mir mal angeguckt. Grasslands, Firelands, richtig coole Sachen, aber natürlich relativ klein. Und natürlich alle von Epic Games hier kostenlos zur Verfügung gestellt. Genauso wie der Starter-Content im Endeffekt. Den könnt ihr komplett benutzen. So, ich habe jetzt hier einfach mal die Firelands, habe ich mir jetzt mal runtergeladen sozusagen. Das heißt, ihr könnt hier draufklicken. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze für free zu kaufen. Ein Klick, dann steht hier nicht mehr free, sondern add to project. Und da kann ich jetzt eben ein Projekt auswählen. Und da sind ein paar Projekte von mir noch dabei. Hier unten ist der Sequencer. Achtung, wir arbeiten jetzt mit der Unreal Engine Version 4.19. Die Infinity Blade Serie ist, jetzt lasst mich lügen, ab 4.9 oder sowas, glaube ich, komplett dabei. Und wenn wir hier wieder auf Free gehen, die Paragon-Serie ist tatsächlich erst ab Engine-Version 4.19 verfügbar. Ich habe mich jetzt hier mal für Twin Blast entschieden, das ist, glaube ich, einer der Helden aus Paragon. Ich habe Paragon nie gespielt, weil ich tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr zum Zocken komme, leider. Aber wir sehen hier, bei dieser Version kann ich mir jetzt hier auch nur den Sequencer aussuchen, weil es halt wirklich Engine-Version 4.19 sein muss. Ihr könnt aber natürlich auch aus der Infinity Blade-Serie einfach irgendwelche Charaktere benutzen. Und wenn wir hier mal uns den Charakter angucken, dann sehen wir hier, was hier so dabei ist. Vor allem interessant ist vielleicht die Number of Materials, 135 Materialien, 273 Animationen, 84 Effekte, 137 Sounds, 6 Skins und 387 Texturen. Also unglaublich viele Sachen hier, die man irgendwie mit dem machen kann. Und ja, das dauert jetzt hier ein bisschen, deswegen labere ich gerade so viel. Wobei das eigentlich nicht mehr runtergeladen werden sollte. Irgendwie ist es nur sehr, sehr langsam. In der Zwischenzeit ist natürlich die Engine schon mal offen. Das heißt, wir haben hier einfach das, also ich habe tatsächlich das Sequencer-Projekt, hier oben seht ihr den Namen, Sequencer habe ich einfach schon mal aufgemacht und wir sehen hier, Infinity Blade Firelands ist schon mal da, der Starter-Content ist da, das ist einfach ein komplett blankes Level, das heißt, hier ist sonst nichts dabei. Und ja, wenn jetzt die Infinity Blade-Serie hier fertig hinzugefügt ist, dann kann ich auch tatsächlich mit euch weitermachen. In der Zwischenzeit, ich kann leider dieses Aufnahmeprogramm nicht richtig pausieren. Und rausschneiden finde ich irgendwie gerade ein bisschen unnötig, weil ich euch noch so viel zu erzählen habe. In der Zwischenzeit möchte ich euch nämlich ein paar kleine Intros zum Sequencer geben. Der Sequencer ist hier oben für Cinematics zuständig, das heißt, ich kann den jetzt eigentlich hier auch schon reinmachen. Wir werden natürlich dann ein bisschen schöneres Projekt machen, indem wir hier eben diese Firelands-Serie nehmen. Aber ich kann schon mal anfangen. Und euch ein bisschen was erzählen zum Level Sequencer, Master Sequencer und Matinee. Matinees sind die Legacy-Versionen, die gibt es schon in der Unreal Engine 3, also quasi uralt. Und die werden nicht mehr empfohlen zu benutzen. Es gibt in Unreal Docs eine relativ schöne Dokumentation zu den Matinees, aber ich finde die unnötig, wenn man die Sequences hier hat. Sequences sind einfach moderner. Und wenn ihr euch schon mal mit einem Videoschnittprogramm oder sowas befasst habt, dann ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Man muss natürlich nur die Animation oder sowas selber machen, aber wenn man irgendwie jetzt, also man muss halt Kameras setzen und so weiter und so fort, aber man kann schneiden ganz normal, man kann eben von links trimmen oder sowas, das sind eigentlich ganz coole Sachen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach auf Add Level Sequence gehen und jetzt mache ich natürlich hier einen neuen Ordner rein. New Folder, das ist einfach mal jetzt dafür da. Ups, Cinematics. Mit X könnte man es auch mal schreiben. Okay, dann machen wir hier einfach mal den Master draus.
was genau das mit dem Master und Slave, beziehungsweise in dem Fall nicht Slave, Master und Shots und so weiter ist, das werden wir alles noch machen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mal auf Save gehen und das wird eine Weile dauern. So, und jetzt kriegen wir hier dieses Sequencer-Interface und ich habe das eigentlich ganz gerne, weil es halt so ein breites Interface ist. Also man hat hier drüben eine Liste an Sachen und dann hat man hier eben, ja, was hier eben so dabei ist. Das hier ist eher ein hohes Interface hier drüben bei den Modes. Hier sehen wir die einzelnen Sachen, die sind halt so aufgelistet. Hier müssen wir natürlich diese Zeitleiste haben und deswegen habe ich das eigentlich ganz gerne hier unten drunter. Das heißt, ja, das ist sozusagen erstmal das Sequencer-Menü hier und ja, das ist erstmal so, ja, jetzt das Grundlegende. Das will ich euch jetzt aber gar nicht genauer vertiefen hier, damit werden wir noch sehr, sehr viel arbeiten. Das ist aber erstmal so das, was ihr braucht und dem werdet ihr die ganze Zeit brauchen. Wir wollen jetzt aber noch hier die Viewports einrichten. Und die Viewports, naja, wir haben als erstes mal hier eigentlich 4 Viewports. Man kann die hier maximieren, dass man nur einen sieht. Das kennt ihr wahrscheinlich noch, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich arbeite eigentlich relativ ungern mit Wireframes. Aber ja, ihr könnt hier natürlich einzelne Sachen auch einstellen, was ihr hier haben wollt. Ihr könnt hier eben auch das Layout einstellen von eurem Viewport. Und wir werden jetzt hier einfach mal 2Paints benutzen, weil wir an sich keine... Na, gerade andersrum hätte ich es eigentlich gerne gehabt, weil wir an sich keine Verwendung hier für die Wireframes hier haben. Das ist jetzt eben nur die Obenansicht. Damit kann man zum Beispiel feststellen, dass eben nicht irgendwie Baum in der Luft schwebt oder sowas. Das kennt ihr mittlerweile alles schon, brauchen wir aber nicht. Wir wollen hier nämlich auch die Perspective haben. Und hier drüben sehen wir schon bei mir Perspective und jetzt will ich den Cinematic Viewport haben. So, und hier werdet ihr jetzt normalerweise dann eben die Sequenz sehen. Das heißt, das, was hier im Sequencer tatsächlich abläuft, ihr könnt hier Play machen, ihr könnt hier trimmen, also das ist jetzt tatsächlich das. Ihr könnt eben hier zurückgehen, also quasi die Animation rückwärts abspielen, die ganze Sequenz rückwärts abspielen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich super hilfreich. Die werden wir sozusagen weiterhin benutzen. Also das ist jetzt sozusagen erstmal unser Project-Setup, wenn man das hier so haben möchte. Zu dem Sequencer-Menü hier werde ich euch nächstes Mal noch ein bisschen was erklären. So, und ja, dann haben wir eigentlich auch schon alles. Ihr könnt übrigens den Starter-Content drin machen, reinmachen oder auch nicht reinmachen. Wir sehen hier, Infinity Blade ist mittlerweile fertig. Ich schaue nochmal kurz nach. Paragon oder der Twin Blast ist immer noch nicht ganz da. Das heißt, ich erkläre euch noch ein bisschen mehr. Okay, wunderbar. Das heißt, ja, ihr könnt hier drin rumfahren, also rechte Maustaste gedrückt halten, WASD und so weiter und so fort. Ganz normale Sachen im Endeffekt. Also ja, ganz normale Steuerung, auch in diesem Cinematic Viewport. Wenn ihr jetzt allerdings natürlich sehen wollt, wie das ganze Ding, also wie die ganze Filmsequenz sozusagen später aussieht, dann ist diese Anzeige hier vielleicht nicht ganz so hilfreich, dass hier eben der Player Start ist, hier ist noch irgendwas und so weiter und so fort. Deswegen drückt ihr einfach mal G und dann verschwindet das alles. Das ist allerdings natürlich jetzt nur in diesem Viewport hier, in dem Viewport hier drüben habt ihr das nicht. Hier habt ihr immer noch alles angezeigt, ihr könnt ja auch G drücken, dann verschwindet alles, aber hier habe ich das eigentlich ganz gern. Also es macht ja irgendwie Sinn, so den normalen Viewport zu haben und dann eben den Cinematic Viewport, so wie das eben aussieht. Und da kann man dann eben auch später nachher die Kameras verfolgen, muss man aber nicht. Also man kann sozusagen auch im Cinematic Viewport sozusagen alle Animationen durchgehen, aber selber nochmal die ganze Szene von oben irgendwie betrachten oder sowas, das geht schon. So, und ja, mit dem werden wir eigentlich arbeiten hier. Den Modes-Panel brauchen wir hier eigentlich gerade nicht, deswegen mache ich den mal hier ein bisschen kleiner, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und hier drüben brauchen wir eigentlich auch relativ wenig. Das Wichtigste ist eigentlich der Sequencer hier unten und die beiden Viewports. Wenn ihr natürlich einen zweiten Bildschirm habt, dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn ihr irgendwie den Sequencer auf den zweiten Bildschirm zieht oder sowas. Aber das mache ich jetzt natürlich hier in der Tutorial-Reihe nicht. Und zum Aufnehmen muss ich tatsächlich immer meinen zweiten Bildschirm abstellen. Das ist ein bisschen nervig. So, you have no task. Genau das wollte ich hören. Okay, das heißt, es ist jetzt beides drin. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Wir öffnen hier Infinity Blade. Und dann gehen wir hier auf die Maps. Und dann können wir die Forge hier öffnen. Und das ist jetzt tatsächlich ein eigenes Level. Das wird eine Weile laden bei mir. Das ist ein eigenes Level, das im Endeffekt Epic Games für euch erstellt hat. Das könnt ihr benutzen. Übrigens, die komplette Paragon-Map hier ist auch dabei. Die will ich euch auch noch kurz zeigen. Das ist jetzt mal wieder so ein mehr oder weniger Übersichtsvideo. Aber es ist trotzdem, glaube ich, recht hilfreich. So, hier. Diese Map hier ist auch dabei. Paragon Agora and Monolith Environment. Genau. Da ist auch eine Map dabei und ist eigentlich ziemlich cool. Aber ich hatte leider ein kleines Problem. Also ihr könnt euch hier auch mal die komplette Map angucken. Die einzelnen Assets könnt ihr euch angucken. Das sind die Dinger. Und die komplette Map sieht eben so aus. So dann im Detail. Also eine richtig, richtig schöne Map eigentlich, wenn man das so möchte.
Also muss man sich auch mal geben. Das war viel, viel Arbeit, bis man das eben hier drin hatte. Hier unten kann man sich das auch noch gerne angucken. Hier irgendwie 56 Effekte, 1152 Texturen und so weiter und so fort. Problem bei mir ist allerdings gewesen, das Ding frisst 15 GB und meine interne Festplatte, auf der eben Windows und ja hier die Unreal Engine auch liegt, ist leider etwas voll gewesen. Deswegen habe ich mich für Fireplanes hier entschieden. Das Ding hat, also der Charakter aus Paragon hat schon 2 GB und Infinity Blade, also das, die Forge hier, hat auch irgendwie schon 2 GB. Also es sind Größen hier, das ist nicht mehr ganz normal. Das heißt, sucht euch eine Festplatte, auf der noch ein bisschen Platz ist. Macht es nicht so wie ich und installiert Windows auf einer kleineren Partition. Aber das muss euch nicht, muss euch jetzt nicht so kümmern. Okay. Und ja, das Ganze lädt jetzt hier noch, allerdings ist danach eigentlich eh das Video fertig, das heißt, ihr könnt das Ganze auch mal ohne mich fertig laden lassen und ja, wir machen dann nächstes Mal weiter, wenn wir tatsächlich uns den Sequencer genauer anschauen. Okay, das war's von meiner Seite, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, ihr freut euch auf die weiteren Videos, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!